suchst nach den besten Orten in Nepal, dann bist du hier genau richtig. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn da kommt ein richtiger Geheimtipp. Ich habe insgesamt 2 Monate in Nepal verbracht mit meinem Motorrad und ich habe mich einfach mega in das Land verliebt. Am allerbesten sind einfach die cuten Menschen da. Aber der ganze Vibe in Nepal ist einfach besonders. Buddhismus und Mönche, wo man nur hinsieht. Und das spürt man auch. Außerdem kannst du in Nepal so geil wandern, raften und einfach kranke Natur erleben. Nepal ist auch ein sehr gutes Ziel für Alleinreisende, weil es sehr sicher ist und du auf viele andere Backpacker treffen wirst. Tatsächlich bin ich kein Fan von Großstädten. Und ich finde auch nicht, dass man die Hauptstadt eines Landes gesehen haben muss. Aber Kathmandu ist schon irgendwie sehenswert. Abgesehen davon hast du wahrscheinlich keine andere Wahl, weil alle internationalen Flüge dorthin gehen. Außer du kommst über den Landweg aus Indien, was ich damals gemacht habe. In Kathmandu gibt es das bei Touristen ziemlich beliebte Stadtviertel Tamil, das sehr zentral in der Stadt liegt und ziemlich lebhaft ist. Dort findest du auch die meisten Unterkünfte. Ich war damals recht weit außerhalb der Stadt, weil ich einen ganzen Monat in Kathmandu verbracht habe, um dort in einem Tierheim auszuhelfen. Mir ist Ruhe sehr wichtig, deswegen habe ich im Viertel Kopan geschlafen, wo du auch das wunderschöne Kopan-Kloster findest. Dort in der Nähe ist auch die Buddhanath-Stupa, die einfach nur wunderschön und beeindruckend ist. Und auch der hinduistische Pashupatinath-Tempel ist einen Besuch wert. Ansonsten ist Kathmandu sehr wuselig und verwinkelt. Also wenn du dir zum Beispiel Mannheim anschaust, wo alles so ganz gerade und geplant ist, dann ist Kathmandu so ziemlich das Gegenteil davon. Also die Strecke von meinem Gasthaus in Kopan nach Tamil mit meinem Motorrad war immer super wirr und ich habe ewig gebraucht, bis ich diese Strecke ohne Google Maps geschafft habe. Danach geht es weiter nach Pokhara, was eine Stadt an einem See im Vorhimalaya-Gebirge ist, mit einem wunderbaren Blick auf die Berge. Eine ganz beliebte Aktivität vor Ort ist Paragliding. Das kannst du dort mega günstig lernen. Aber ganz ehrlich, du kannst in Pokhara auch einfach unfassbar gut chillen. Es ist so eine entspannte Stadt. Und es gibt eine unglaublich große Auswahl an sehr gutem und internationalem Essen. Ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht nicht so super spannend an, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon über 6 Monate in Indien und Sri Lanka unterwegs. Und wenn du seit Monaten jeden Tag Currys isst, hast du schon auch mal wieder Bock auf Pizza oder Nudeln. Oder Japanisch. Oder Koreanisch. Ja, da habe ich mir hart gegönnt. Und mich vorbereitet auf eine krasse Wanderung, die mir bevorstand. Es ging dann nämlich für mich weiter zum Annapurna Circuit. Das ist ein Wanderweg über 230 Kilometer, der klassischerweise in 21 Tagen gelaufen wird. Aber keine Sorge, man kann den auch abkürzen, indem man einige Teile davon mit dem Jeep zurücklegt. Also ich bin so um die 100 Kilometer gelaufen und dann nochmal circa 80 Kilometer mit dem Mountainbike, aber dann natürlich bergab. Die Wanderung geht insgesamt auf über 5400 Meter hoch, also das ist nicht ohne. Man sollte da schon eine ganz gute Kondition haben. Trotzdem absolut empfehlenswert und einer der Highlights in meinen 3 Jahren auf Weltreise. Die Landschaft ist einfach unvergleichlich schön. Dann kann ich noch den kleinen Ort Lumbini empfehlen. Das ist der Sage nach der Geburtsort von Siddhartha Gautama, also dem Begründer des Buddhismus. Deswegen besteht quasi der ganze Ort aus Tempelanlagen, die als Weltkulturerbe von UNESCO gelten. Am berühmtesten ist der Mayadevi-Tempel, denn dort soll der Buddha geboren sein. Viele Länder haben in dem anliegenden Park Tempel errichtet, so zum Beispiel die Mongolei, Thailand, Indien und sogar Deutschland. Der koreanische Tempel hat mir besonders gut gefallen und als ich 2018 dort war, konnte man dort sogar übernachten. Wusstest du, dass es in Nepal nicht nur Berge, sondern auch Subtropen gibt. Dort kannst du nicht nur Nashörner, Delfine, Elefanten und Krokodile sehen, sondern sogar den bengalischen Tiger. Dafür ist mein absoluter Geheimtipp der Badia Nationalpark. Der ist zwar ziemlich ab vom Schuss im Westen des Landes, aber dafür auch sehr untouristisch. Ich habe damals bei einer total süßen Familie im Gasthaus geschlafen. Ich verlinke dir die Unterkunft mal in der Infobox. Wenn dir der Badia Nationalpark allerdings zu weit weg ist, dann kann ich dir als Alternative den Chitwan Nationalpark empfehlen. Der ist nämlich ganz in der Nähe von Kathmandu. Der ist zwar sehr beliebt bei Reisenden, aber dort kannst du immerhin die gleiche Vielfalt an Tieren erleben. Welcher Ort reizt dich am meisten in Nepal und wo möchtest du unbedingt mal hin? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Übrigens gibt es in Nepal sehr viele Straßenhunde. Und wenn du wissen willst, wie du dich verhältst, wenn du auf einen triffst oder ob du die vielleicht sogar streichen kannst, dann schau dir unbedingt dieses Video an, was ich dazu gemacht habe. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.